はじめまして。みなさん、こんにちは。マノです。ようこそ、テンリコボへ。Ich möchte Sie im Namen der Tenri Kulturwerkstatt zu unserem ja, eigentlich zweiten virtuellen Ausstellungsrundgang begrüßen unter den gegebenen Umständen. Und die Ausstellung, die wir euch heute präsentieren wollen, heißt Unbekannt Verwandt von Dan Heppele. Und in dieser zeigt er noch nicht veröffentlichte Arbeiten aus den letzten 15 Jahren. Er arbeitet ausschließlich mit den Nichtfarben Weiß, Schwarz und Grau und wir möchten Sie einladen, sich davon inspirieren zu lassen, wie vielschichtig und multidimensional diese Farben auch wirken können. Und dazu haben wir heute einen Gast hier, Herr Hermanowski, der auch schon langjähriger Freund der Tenri Kulturwerkstatt ist und er wird uns ein bisschen über seine Impressionen dieser Ausstellung erzählen. Guten Tag und vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich möchte Ihnen sagen, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich mit der Kunst von Dan Heppele stellen muss. Der Zufall wollte es, dass ich bei Tenri einen Termin hatte und die Bilder in die Räume gestellt wurden, damit sie an die Wände angebracht werden sollten. Mein erster Ausruf war Arte Povera, Molto Povera. Ob es ein richtig japanisches, italienisches, weiß ich nicht, aber es hat mich dazu gedrängt, das so auszudrücken. Herr Chimise meinte dann hinterlistig, wer sich so vorwagt, der soll auch Farbe bekennen. Um rein sprachlich beim Stichwort zu bleiben, Arte Povera und Farbe, welche Farbe? Nun, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin kein Kunstexperte, allerdings an Kunst seit jeher interessiert. Reicht das? Schlimmer noch, ich habe mich sogar bewusst nicht mit dem Schrifttum über das Werk des Dan Heppele auseinandergesetzt. Ich hoffe, Sie nennen es nicht dumm oder überheblich. Ich wollte mir den unverstellten Blick bewahren und ihn hier ganz persönlich mit Ihnen teilen. Dan Heppele muss man nicht kennen, um sofort zu erkennen, wer oder was hinter dem Werk steht. Dann habe ich weitere seiner Werke gesehen und realisiert, dass Dan Heppele nicht stehen blieb, wo er angefangen hat, dass er sich weiterentwickelt, sich dem Leben sozusagen gestellt hat. Er hat nach dem ersten Schritt den zweiten getan. Er hat die Erstarrung vermieden. Er hat sich, wie gesagt, dem Leben und seiner Entwicklung gestellt. Dazu gleich mehr. Zurück zum Anfang. Arte Povera. Der Begriff wurde 1967 geprägt. Genau 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Bevor ein Begriff geprägt wird, vergehen viele Jahre, in denen Kunstrichtung ignoriert, nicht verstanden, diffamiert und erst dann entdeckt wird. Da können schon mal leicht 10, 20 und mehr Jahre vergehen. Wir wären damit also im Jahre 1947. Über das Jahr müssen wir nicht streiten, ob 45 oder 55. Das Grauen des Krieges war sehr lebendig und nagte an der Seele in jeder Familie. Deshalb Arte Povera, Vita Povera. Mich stört der Ausdruck arme Kunst. Gerade diese Kunst ist es doch, die das Leben in den Fokus stellt, die den Button Reset drückt, damit ein Neuanfang möglich wird. Übertönt vom fetten und entfesselten Wirtschaftswunder und seinen mannigfaltigen Folgen. Nicht die Kunst ist arm. Sie unternimmt nur den Versuch, das arme, entsetzliche und unerträgliche Leben vor und auch nach 45 darzustellen, was eben eins zu eins nicht geht. Und eine kranke Seele ist 1946 und 1956 nicht geheilt. Um nicht zu vergessen, 2020 leben noch viele, wie auch immer, traumatisierte Nachkommen. Sieg und Niederlage sind auch nach 200 Jahren in vielen Völkern lebendig. Persönliche Traumata sind es sogar epigenetisch nicht minder. Schade,
denn Frieden und friedfertige Kunst bringen uns wirklich weiter. Die Kunst schafft das Unmögliche. Sie ist oft ein Beleg für Sieg, aber ohne Niederlage. In diesen Räumen spürt man das.